Bismillahi wa salatu wa salam ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liebe Geschwister im Islam. Heute möchte ich ein Buch mit euch hier durchgehen. Das Buch heißt Fadail al-A'mal. Also dieses Buch hat sehr viele erfundene und sehr viele schwache Hadithe und meist auch ohne Quellenangabe. Und Allahu alim, ob die Quellenangabe stimmt sogar. Kann sein, kann nicht sein. Aber wenn schon manchmal keine Quellenangabe dabei ist, sehr viele erfundene und sehr viele schwache Hadithe hier drin sind, dann weckt dieses Buch beim Leser sowieso einen Zweifel auf. Und dieses Buch wurde sowieso schon ganz früher von den pakistanischen Ulama widerlegt. Die haben schon widerlegte Gelehrten aus Pakistan. Aber inshallah ta'ala werden wir hier noch etwas dir zeigen und es verdeutlichen, weil viele Vorträge, viele Widerlegungen sind auf Urdu, auf Pakistanisch und ich mache hier inshallah auf Deutsch hier was bisschen, damit wir hier aufgeklärt sind, inshallah. Und dieses Buch ist von Jamaat al-Tabligh. Und wie wir wissen, hat Jamaat al-Tabligh auch mit Sufis Kontakt, das heißt also, es ist so, diese Jamaat, diese Sekte, ist aus sufistischen Einflüssen entstanden. Und dieses Buch hat auch bewiesenermaßen hier sufistische Einflüsse. Und ja, inshallah ta'ala werden wir jetzt hier ein bisschen aus dem Buch vorlesen und inshallah widerlegen. Hier, also erstmal ist es außergewöhnlich, das hier zu lesen. Auf Seite 528 lesen wir, Hazrat Shah Waliullah Sahib Rahimullah hat in seinem Buch Qul-i-Jamil sein Vater zitiert, dass am Anfang in einem Atemzug 200 Mal La ilaha illallah sagen konnte. Also konnte dieser am Anfang seines Atemzugs 200 Mal La ilaha illallah sagen, so wird es in diesem Buch hier jetzt erzählt. Das ist erstmal außergewöhnlich, muss ich erstmal sagen. Also versucht das mal zu machen und ich denke nicht, dass irgendjemand von euch das schaffen wird. das sind immer diese Sufi-Geschichten. Diese außergewöhnlichen Sufi-Geschichten. Diese Sachen immer, was die Sufis erzählen. Und das ist immer wieder erstaunlich. Naja, auf jeden Fall lesen wir mal weiter, was da woanders steht auf Seite 528 über Imam Qurtubi, Rahimullah. Hier wird über ihn ganz klar und deutlich gelogen. Also hier steht, Sheikh Abu Zaid Qurtubi, Rahimullah, sagt, nachdem ich gehört habe, dass wer 70.000 Mal La ilaha illallah rezitiert, befreit wird vom Feuer und von Jahannam. Rezitierte ich mehrfach als Guthaben für mein Akhira und auch für meine Frau. Ein junger Mann lebte bei uns, über ihn war bekannt, dass er die außergewöhnliche Fähigkeit besaß, das Verborgene zu erfahren. Erhudabila, sage ich da nur. Ja, sogar von Jannah und Jahannam, aber ich war skeptisch darüber. Einmal hat er mit meinem uns gespeist, als er plötzlich schrie und schwer atmete, meine Mutter verbrannte Jahannam. Qurtubi Rahimullah sagt, ich sah seine Sorge und dachte, einen Teil des Guthabens seiner Mutter zu widmen, damit ich über ihn die Wahrheit erfahre. Dann widmete ich einen Teil des Guthabens seiner Mutter, dies hatte ich ohne Bekanntgabe getan und außer mir wusste es niemand darüber, außer Allah. Aber der junge Mann sagte sofort, Onkel, die Feuerstrafe meiner Mutter ist abgesetzt worden. Qurtubi sagt, ich habe zweierlei Vorteile daraus gezogen. Erstens war ich vom Segen des 70.000-fachen Rezitierens überzeugt und zweitens war ich überzeugt von der außergewöhnlichen Fähigkeit dieses jungen Mannes, dass er das Verborgene erfährt. A'udhu billahi minash shaitan rajim. La hawla wa la quwwata illa billah. Was bringen Sie uns bei diesem Buch hier bei? Dass es Leute gibt, die das Verborgene wissen, aber Allah sagt ganz klar im Koran, niemand weiß das Verborgene außer Allah, sinngemäß übersetzt. Und deswegen, meine lieben Brüder, haltet euch von dieser Sekte fern, denn
Das ist gefährlich, wenn wir aus ihren Büchern lesen und wenn jemand das übernimmt und damit auch daraus seine Akide aufbaut. Das ist sehr gefährlich, meine lieben Brüder. Und möge Allah uns vor dieser Sekte bewahren und vor ihren Lehren bewahren. Inshallah ta'ala. Subhanika Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله.